So Leute, das ist die Lage. Wir sind im Maurerwald hier in Wien und die Larissa hat gemeint hier, hat gelesen, hier ist ein Stück Urwald. Jedenfalls, keine Ahnung, ob das jetzt das hier ist, wir glauben nicht, aber er schaut mysteriös aus auf jeden Fall. Und deswegen wollen wir einen kleinen Kurzfilm drehen. Was für ein Genre? Krimi? Klingt gut. Krimi. Gut, dann brauchen wir mal einen Bösewicht. Er muss böse sein auf jeden Fall, natürlich. Er muss böse schauen können und er muss super schnell sein. Nicht? Oh ja. Gut, Schurken haben wir. Was brauchen wir als nächstes? Einen Helden. Einen Helden? Schon, oder? Ja. Und wie ist der Held? Was schlau. Schlau? Ein Detektiv? Fesch. Ein Detektiv. Ein Detektiv. Das ist schon ein voll. Krimi. Was ist die Tat? Wir brauchen eine Tat brauchen wir. Brauchen wir. Schon. Was hat der Schurke gemacht? Was hat der Schurke gemacht, ja? Ich weiß nicht, der Detektiv ist der. Ein Geheimnis. Weiß man das nicht, sieht man es nicht. Doch, man muss es sehen. Ja, was sieht man? Irgendwas. Was macht er schon? Gegessen. Gegessen? Nein. Okay. Okay, nein, doch. Doch. Okay, nein, warte. Ich nein, ist im Skript. Gut. Ich habe Einhornblut getrunken. Okay, ja, okay, doch. Ja, nein, doch, passt, ja. Das ist nicht so, als ich die erste getan habe. Voldemort. Du bist gemeint. Nein, okay. Gut. Einhornblut getrunken. Der Detektiv verfolgt den Schurken. Eine wilde Jagd beginnt. Der Schurke und der Detektiv sind ungefähr gleich schnell. Der Detektiv schnappt sich den Schurken. Auf dich! Der Schurke kommt frei. Verfolgst du mich denn weiter? Du weißt schon, ich bin mega stark gerade. Ich habe gerade frisches Einhornblut getrunken. Du hängst der Schurke hängt den Detektiv kurz ab, aber ich finde ein Rad und fahre dir ein paar Meter auf dem Rad hinterher. Jetzt habe ich dich wieder, Schurke und Detektiv, der Showdown, das Finale. Okay. Ich stell dich, wir haben... Oder ich habe dich in eine Falle gelockt. Das ist eine Falle. In der Falle, das ist nicht das Ende, fällt mir ein, dass ich mein Handy dabei habe und ich rufe Verstärkung. Hallo, Hilfe! Die Verstärkung kommt mit einem Hund. Mit einem schwarzen Hund. Und damit haben wir dich. Der Spieß damit wird der Spieß umgedreht. Was passiert dann? Das kann ich leider nicht sagen. Ich kann eine Szene von Fantastic Mr. Fox zeigen, wie ihr ein Bild davon habt, was ungefähr passiert. Oh Gott. Ich verlasse den Maurerwald. Fall gelöst, ein weiterer Gauner verschwunden. Was? Die Welt ist um einen Gauner... Hast du mich verschwinden lassen? Man weiß es nicht. Die Welt ist einen Gauner mehr los. Letzte Einstellung. Ich in den City Lights, in der Stadt. Close up. Meine Performance spricht Bände. In meinen Augen sieht man die Zweifel, ob ich gerade das Richtige gemacht habe. Wo ist die Grenze zwischen Gut und Böse? Bin ich noch auf der richtigen Seite? Wer bin ich? Wann bin ich so geworden? Was kann man noch in meiner Performance herauslesen? Was sind so noch so Fragen, die ich mir stelle? Wo zieht man die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Recht? Ich weiß nicht. Das war's mit dem Waldvideo. Hinterlasst ein Like, abonniert und wir sehen uns in ein paar Tagen.
Irgendwas sage ich noch immer. Bleib kreativ. From the dusty mesa.